In diesem Video stellen wir Ihnen unsere Pilot-Plasmaschneider vor. Bevor wir uns den Lieferumfang und die Inbetriebnahme anschauen, gehen wir zunächst auf die Unterschiede der Geräte ein. Die C41 verfügt über einen 230 Volt Anschluss. Ausgestattet ist sie mit einem intern verbauten Druckminderer mit automatischer Entwässerung des Wasserabscheiders, 40 Ampere Leistung und mit der Pilotzündung erzielt sie eine Schnittleistung von bis zu 20 mm im Baustahl SC37. Die C71 verfügt über einen 400 Volt Anschluss. Ausgestattet ist sie mit einem extern verbauten Druckminderer mit Wasserabscheider, 70 Ampere Leistung und mit der Pilotzündung erzielt sie eine Schnittleistung von bis zu 30 mm in Baustahl ST37. Die C101 verfügt über einen 400 Volt Anschluss. Ausgestattet ist sie mit einem intern verbauten Druckminderer mit automatischer Entwässerung des Wasserabscheiders, 100 Ampere Leistung und mit der Pilotzündung erzielt sie eine Schnittleistung von bis zu 50 mm in Baustahl ST37. Zusätzlich zum Plasmabrenner mit 6 Metern Länge ist bei der C41 und C101 folgendes im Lieferumfang enthalten: eine Erdungsklemme in 3 Metern Länge mit 13 mm Dorn, 2 Druckluftleitungen in 3 Metern Länge mit 4 Schraubschellen, ein Werkzeugschlüssel und eine Bedienungsanleitung auf Deutsch und Englisch. Die C71 hat zusätzlich im Lieferumfang noch folgendes enthalten: einen Druckminderer mit Wasserabscheider, Druckluftmanometer, einen Halter für die Montage auf der Rückseite, Druckluftverbindungsstücke und Teflonband. Die C41 und C71 haben auf der Rückseite einen 6 mm Schnellsteckverbindungsanschluss. Da die C41 einen bereits intern verbauten Druckminderer besitzt, können Sie den orangenen 6 mm Druckluftschlauch in den im Lieferumfang enthaltenen 8 mm Druckluftschlauch stecken und verschrauben. Die Schnellsteckverbindung lässt sich einfach durch Drücken wieder öffnen, um den Schlauch zu entfernen. Die andere Seite des Druckluftschlauchs verbinden Sie mit Ihrem Kompressor. Um den Druckminderer an der C71 zu montieren, entfernen Sie zuerst die Mutter mit Unterlegscheiben und schrauben diese zusammen mit dem Halter am Gerät wieder fest. Entfernen Sie die Sicherungsmutter vom Druckminderer und schieben ihn von unten in den Halter. Mit der Sicherungsmutter wird der Druckminderer am Halter befestigt. Links am Druckminderer wird das kurze Stück Druckluftschlauch montiert. Hier wird der orangene 6 mm Druckluftschlauch hineingesteckt und mit einer Schraubschelle befestigt. Gegebenenfalls kürzen Sie vorher den orangenen Druckluftschlauch, damit es hinter dem Gerät kompakter ist. Stecken Sie nun den Druckluftschlauch in den Schnellsteckverbindungsanschluss. Die C101 verfügt über einen Druckluftschnellkupplungsanschluss auf der Rückseite. Verbinden Sie den Druckluftschlauch mit dem Gerät. Hierfür erwärmen Sie den Schlauch etwas, damit er leichter über den Anschluss passt. Alternativ nutzen Sie einen Schnellkupplungsanschluss, der nicht im Lieferumfang enthalten ist. Die andere Seite des Druckluftschlauchs verbinden Sie mit Ihrem Kompressor. Das Anschließen des Plasmabrenners ist bei allen Geräten dieser Serie gleich. Achten Sie auf die Führungsnase und ziehen die Schraubverbindung handfest an. Die Erdungsklemme kommt an den Positivstromanschluss. Alle Plasmabrenner dieser Serie verfügen über einen Schutzbügel, um ein ungewolltes Betätigen zu verhindern. Zudem ist im Brennerkopf eine Sicherung verbaut, die verhindert, dass der Plasmabrenner zündet, wenn er nicht oder falsch zusammengebaut worden ist. Stellen Sie den Luftdruck je nach Anwendung ein. Dafür ziehen Sie den Drehregler nach oben, drehen ihn so weit, bis am Druckmanometer der richtige Druck eingestellt ist. Bei dünnen Blechen reicht ein Druck von 3 bis 4 Bar. Möchten Sie die volle Leistung des Plasmaschneiders nutzen, können Sie die C41 bis 5 Bar
die C71 und C101 bis 6 bar betreiben. Ihr Kompressor sollte mindestens 50 Liter Volumen haben und eine Liefermenge von 150 bis 200 Litern die Minute bei 5 bar. Hierfür sind Kompressoren, die bis 10 bar Betriebsdruck verfügen, ideal. Da ein 8 bar Kompressor erst bei 5 bar einschaltet, besteht das Risiko, dass der Betriebsdruck von 5 bar nicht gehalten werden kann. Gegebenenfalls prüfen Sie bei Ihrem Hersteller, ob der Einschaltdruck am Kompressor eingestellt werden kann. Vor der ersten Inbetriebnahme überprüfen Sie Ihren Plasmabrenner. Stellen Sie dazu sicher, dass dieser ausgeschaltet ist. Drehen Sie die Keramikkappe ab. Nehmen Sie die Stromdüse ab. Ziehen Sie den Zwillring ab und drehen danach die Elektrode mit dem Werkzeug heraus. Dies sind Verschleißteile, die Sie immer auf Vorrat haben sollten. Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Achten Sie darauf, dass Sie die Keramikkappe und die Elektrode nur handfest anziehen. Werfen wir nun einen Blick auf das Bedienfeld an der C41. Oben ist die Betriebsanzeige. Darunter befindet sich die Pilotkontrollanzeige. Sie leuchtet, wenn der Pilotlichtbogen erzeugt wird. Darunter ist die Überhitzungsanzeige. Darunter befindet sich die Störungsanzeige vom Brennerkopf. Unten befindet sich die Luftdruckprüfanzeige. Für den Fall, dass kein oder zu wenig Luftdruck anliegt. An den Plus- und Minustasten können Sie den Schneidstrom einstellen. Durch kurzes Drücken verstellt sich der Wert um 1 Ampere. Und wenn Sie die Taste gedrückt halten, um 5 Ampere. Die C71 und die C101 sind von der Bedienung identisch mit der C41, verfügen aber zusätzlich noch über ein weiteres Programm zum Gitterschneiden. Dieses Programm lässt sich über die Modelltaste auswählen. Vector Welding hat für jede Anwendung das passende Gerät. Sollten Sie noch Fragen zu unseren Produkten haben, setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Vielen Dank!